Der titelt Thüringen. Das BSW rechnet mit schneller Einigung beim Friedensthema. Der Mitteldeutsche Rundfunk hatte Katja Wolf zu Gast, also die Spitzenkandidatin des BSWs Thüringen, die gerade in Thüringen Sondierungsgespräche geführt hat, wo ein erstes Sondierungspapier verabschiedet wurde, welches man jetzt nochmal nachverhandeln will, weil die CDU eben nicht zu Kompromissen beim Friedensthema bereit ist, also weil die CDU nicht bereit ist, die Stationierung von Mittelstreckenraketen und die Waffenlieferung an die Ukraine abzulehnen. Deswegen wird jetzt nochmal nachverhandelt und wir schauen uns jetzt mal an, was Katja Wolf in diesem Interview zu sagen hat. Wir hatten ja von Sarah Wagenknecht im Bericht aus Berlin gehört, dass das BSW hier sehr hart bleiben will, dass das BSW hier wirklich ein klares Bekenntnis gegen die US-Mittelstreckenraketen, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine haben will. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was Katja Wolf dazu zu sagen hat. Das alles natürlich unter größter Vorsicht. Denn wenn wir jetzt konkret nach Thüringen schauen, hier hat das BSW erst nochmal Bedingungen gestellt. Wie weit ist also der Weg nach den Sondierungen bis zu einem Koalitionsvertrag, der unterschrieben werden kann? Ich habe darüber mit der Landesvorsitzenden des BSW in Thüringen, Katja Wolf, gesprochen. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Frau Wolf, vielleicht können Sie mal klarstellen oder ja, das einordnen. Am Sonnabend gab es ja oder generell am Wochenende Irritation, welche Hürde die Präambel, die Sie an einem möglichen Koalitionsvertrag verankert sehen wollen, und zwar eine klare Position für Frieden, welche Hürde das eigentlich ist? Also muss das zuerst ausverhandelt werden, bevor es zu Koalitionsgesprächen kommt, oder soll es nur der erste Punkt in den Koalitionsgesprächen werden? Also aus meiner Sicht ganz wichtig und wirklich elementar ist die Feststellung, dass wir am Freitag und am Samstag einen Riesenmeilenstein geschafft haben, nämlich indem sowohl das BSW einstimmig als auch die CDU und die SPD den Weg freigemacht hat für Koalitionsverhandlungen, auch das BSW und auch der BSW-Landesvorstand. Der einzige Punkt, wo der Landesvorstand sehr klar und sehr deutlich Bedenken geäußert hat, war, dass man nicht in die Situation kommen möchte, dass man erst am Ende der Verhandlungen anfängt, also über die Frage Krieg und Frieden zu reden. Also ich hatte das Interview gerade schon gehört, deswegen lag mir die Antwort schon auf der Zunge und ich habe es 2 Minuten früher gestoppt. Dafür Entschuldigung. Aber das ist jetzt wirklich ein großes Problem, dass das einzige Problem des Thüringer Landesvorstands zu sein scheint, dass man das Thema Krieg und Frieden erst zum Schluss fertig verhandeln wird, dass man das nicht fertig verhandelt hat. Auch das sonstige Papier ist ziemlich schwach. Was mir zentral aufstößt, ist das Thema Finanzpolitik. Ich lese hier mal vor, was dazu in der Vereinbarung zwischen CDU und BSW, also in dem Sondierungspapier, steht. Eine zukunftsfähige Finanzpolitik ist das Fundament für eine handlungsfähige Regierung. Mit Blick auf ein strukturelles Haushaltsdefizit von über 1,3 Milliarden Euro werden wir zügig Maßnahmen ergreifen, um den Landeshaushalt zu konsolidieren und zukunftsfest zu machen, ohne die notwendige Investitionskraft zu gefährden. Das heißt, im Klartext, Einsparungen von 1,3 Milliarden Euro im Jahr. Das geht nur, indem man wirklich alles kurz und klein kürzt. Also wenn man dann noch irgendeine zusätzliche Investition tätigen wollte, dann müsste man das durch noch krassere Einsparungen an einer anderen Stelle machen. Das geht nicht. Also 1,3 Milliarden Euro, das ist im Landeshaushalt eines so kleinen Bundeslandes wie Thüringen nochmal wesentlich mehr als im Bundeshaushalt. Also im Bundeshaushalt, da wären 1,3 Milliarden Euro noch einfacher einzusparen. Aber in Thüringen, da ist das viel, viel schwieriger. Und da hat das auch viel, viel drastischere Konsequenzen, gerade in den strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland. Es bräuchte gerade in Ostdeutschland eigentlich eine aktive Industriepolitik. Es bräuchte massive Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Dafür müsste man eigentlich jedes Jahr Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Man kann auf Landesebene nämlich nicht einfach die Steuern erhöhen und man kann auf Landesebene auch nicht so einfach die Ausgaben senken. Das geht dort einfach nicht, weil nicht die Ausgabenposten vorhanden sind, die man groß zusammenkürzen könnte. Anders als auf Bundesebene, wo Milliarden und Abermilliarden im Rüstungshaushalt verschwendet werden. Also das geht auf Landesebene einfach nicht. Und auf Landesebene kann man eben auch keine Vermögensteuer beispielsweise einführen. Das geht dort nicht. Das heißt, wenn man versucht einzusparen, dann wird das direkt sich negativ auf das Leben der Bürger auswirken. Da wird sich das direkt negativ auf die Wirtschaft des Landes auswirken. Die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen des Privatsektors. Also das wird die Thüringer Wirtschaft massiv schädigen, was man hier vorhat. Und wir dürfen nicht vergessen, die gesamte Volkswirtschaft in Deutschland befindet sich gerade in einer Rezession. Das heißt, die Steuereinnahmen auf Landesebene werden tendenziell eher sinken.
Also das Land versucht jetzt bei sinkenden Steuereinnahmen zusätzlich eine Sparpolitik zu machen. Es ist eine absolut katastrophale Wirtschaftspolitik, an der sich das BSW nicht beteiligen darf. Und dass das jetzt schon im Sondierungspapier festgeschrieben wurde, das geht gar nicht. So etwas darf das BSW nicht mitmachen. Also, steht mich da nicht falsch, ich bin jetzt kein Parteimitglied des BSWs, ich kann nicht mitentscheiden, was das BSW da irgendwie macht, ich komme auch nicht aus Thüringen, aber ich sympathisiere sehr mit dieser Partei und ich fände es schade, wenn sie sich jetzt für so eine vollkommen falsche Finanzpolitik in Thüringen hergeben würde. Man muss auch bedenken, dass das in wirklich alle anderen Bereiche reinzielt. Also wenn man mehr Geld für öffentliche Sicherheit ausgeben will, wenn man die wenn man die öffentliche Bürokratie effizienter machen will, wenn man mehr Geld in Bildung investieren will, wenn man den öffentlichen Nahverkehr häufiger fahren lassen will. Alle solche kleinen Reformen, dann muss man erstmal sehr viel mehr Geld ausgeben. Und wenn man 1,3 Milliarden Euro im Jahr einsparen will, dann hat man nicht mehr Geld, was man ausgeben kann, sondern wesentlich weniger. Dann ist all das vom Tisch. Also das muss man ziemlich deutlich sagen. Das ist wirklich ein, ja, das ist absolut nicht gut, was hier passiert. Und dass Katja Wolf das überhaupt nicht als Problem sieht, das stimmt mich doch sehr, sehr bedenklich. Und dementsprechend zum jetzigen Zeitpunkt Klarheit darüber haben möchte, dass die Verhandlungspartner bereit sind, an dieser Stelle der Forderung und der Formulierung nach Demokratie und nach Diplomatie und nach einer sehr klaren Forderung nach stärkeren Friedensbemühungen, das entsprechend auch so zu formulieren, dass Einigkeit darüber erzielt wird. Sie hatten ja nach der Sitzung des Landesvorstandes gesagt, wir können noch nicht in Koalitionsgesprächen. Ich wurde gerade im Chat gefragt, welche Partei ich wähle. Also, es ist ja eigentlich geheim, aber ich kann es ruhig mal verraten. Bei den Europawahlen habe ich das BSW gewählt. Also hat... Ist eigentlich logisch, wenn ich sage, dass ich die Partei mag, dass ich sie dann wahrscheinlich auch gewählt haben werde. Gespräche eintreten, weil das muss zuerst geklärt sein. Und das wird jetzt auch in diesen Tagen dann sofort Thema sein und zuerst stattfinden, ja? Genau. Und wir sind uns an der Stelle ja miteinander einig. Also sowohl die CDU als auch die SPD wissen um diese Notwendigkeit. Sie wissen darum, wie wichtig dieser Punkt und diese Forderung dem BSW ist. Und dementsprechend gibt es da natürlich auch eine Bereitschaft, da miteinander einen Kompromiss und eine Lösung zu finden. Wir waren ja genau zu dieser Frage auch schon intensiv im Gespräch. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass wir wirklich gute Formulierungen finden, die das klare Thüringer Friedensbekenntnis entsprechend auch formulieren. Gibt es da schon? Ja, erstmal geht es nicht nur um Formulierungen, sondern dann um das reale Verhalten der Landesregierung im Außenpolitischen Ausschuss des Bundesrates. Und da muss die Landesregierung eine deutliche Opposition gegen die ganzen Kriegstreiber sein, die hier gerade ja, Deutschland in Richtung eines großen Krieges steuern. Aber schauen wir uns mal an, wie kompromissbereit die CDU sich gezeigt hat. Also nachdem Wagenknecht die CDU deutlich aufgefordert hat, einen anderen Kurs einzuschlagen als Friedrich Merz, da hat Mario Vogt erstmal gepostet, eine Union. Und ein Bild von sich und Friedrich Merz gezeigt. Also ein Bild nach dem Motto, wir sind nicht mehr zu symbolischen Kompromissen bereit, wir sind zu gar keinen Kompromissen bereit. Also vollkommen eindeutig wird hier gesagt, die CDU ist transatlantisch, sie bleibt transatlantisch. Ihr kriegt nicht mal von uns symbolische Zugeständnisse. Ich meine, das hier ist ja auch Symbolpolitik, so ein Bild zu posten, aber es ist halt ein sehr deutliches, wir müssen nicht mit euch koalieren. Also das ist ein ziemlich deutliches Signal. Dann haben sich noch zahlreiche CDU-Politiker zu Wort gemeldet hier. Thorsten Frei bei der Welt, Sarah Wagenknechts Forderungen werden immer abenteuerlicher. CDU-Politiker attackiert Sarah Wagenknecht. Brauch ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Also ich könnte euch zig solcher Artikel zeigen. Oder hier bei AFP ein Artikel, wo die CDU Thüringen zitiert wird. Friedrich Merz ist unser Kanzlerkandidat und auf dem richtigen Kurs für Deutschland stellte die Thüringer CDU bei X klar. Also es ist völlig eindeutig, die CDU ist nicht zu substanziellen Zugeständnissen zum BSW bereit. Das hat sie immer und immer und immer wieder klar gemacht. Und angesichts dessen, dass dieses Sondierungspapier wirklich sehr schlecht ist, also dass man damit also in keinem zentralen Politikbereich eine grundlegend andere Politik wird machen können, also dass man dann noch nicht mal von der CDU dieses symbolische Bekenntnis bekommt dazu, dass man sich ja mal für Verhandlungen und gegen die zusätzliche Aufrüstung, gegen die Mittelstreckenraketen einsetzen will, dass man nicht mal das von der CDU bekommt. Also das ist doch eigentlich der Wink mit dem Zaunpfahl, dass man nicht in diese Koalition gehen sollte. Also meiner Ansicht nach zumindest. Und einen genauen Zeitplan?
Ich gehe davon aus, dass wir uns diese Woche noch zusammensetzen und ich gehe auch davon aus, dass wir in dieser Woche noch eine Lösung an diesem Punkt finden. Wir tasten uns ja im politischen Raum seit einigen Jahren an Dreierkonstellationen heran. In den Ländern funktioniert es mal geräuschloser, mal auch nicht. Auf Bundesebene wirkt es mitunter wie ein offener Kampf. Wenn Sie das so beobachten, haben Sie da eigentlich wirklich Lust auf so eine Dreierkonstellation? Naja, die Situation ist im Prinzip alternativlos. Also natürlich gibt es immer Alternativen in der Politik. Die Frage ist, wie gut sind sie? Und da wir gemeinsam dafür angetreten sind, dass Thüringen wieder eine stabile und eine gute Landesregierung braucht, wissen wir um diese Verantwortung. Und deswegen werden da persönliche Befindlichkeiten zurückgestellt und tatsächlich die Sache und die Verantwortung in den Mittelpunkt gerückt. Die Gespräche laufen nicht wie geschnitten Brot, das ist überhaupt keine Frage. Es wird hart miteinander gerungen. Aber die Gespräche laufen insgesamt trotzdem sehr lösungsorientiert und sie laufen miteinander in einem gegenseitigen Respekt. Und das ist auch aus meiner Sicht tatsächlich eine Situation, dass ich davon ausgehe, dass wir am Ende mit guten Ergebnissen in der Hand dastehen und über eine Koalition tatsächlich mit den Parteien abstimmen können. Das klingt sehr optimistisch. Verspüren Sie eigentlich Zeitdruck, um am Ende vielleicht noch mehr Einfluss auf den Haushaltsentwurf fürs kommende Jahr zu nehmen, der ja vergangene Woche vorgelegt wurde? Wir haben selbstverständlich Zeitdruck. Wir wissen miteinander, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, die es braucht. Warum hat man da Zeitdruck? Also man kann doch jetzt schon im Land, also man ist ja im Landtag vertreten, jetzt schon aus dem Landtag Druck machen, dass der Haushalt anders aufgestellt wird, da man ihm sonst einfach nicht zustimmen kann. Also dann lässt man eben den Haushalt scheitern, wenn die anderen Parteien nicht auf die eigenen Forderungen eingehen. CDU, Linke und SPD haben keine Mehrheit im Landtag. Also da hat man überhaupt keinen Zeitdruck. Wir können natürlich nicht im Schweinsgalopp durchreiten, aber auf der anderen Seite wissen wir genauso, dass Thüringen wieder eine stabile Regierung braucht, dass Thüringen eine Mehrheit braucht, die entsprechend loslegt und in die Verantwortung geht und eben einen Ministerpräsidenten wählt und sehr, sehr schnell einen Haushalt im Land auf den Weg bringt. Und um diesen Zeitdruck wissen wir selbstverständlich. Bis wann wollen Sie denn so fertig sein? Vor Weihnachten? Das wäre schon schön. Also das ist schon das Ziel, am Ende tatsächlich vor Weihnachten alles so weit im Trockenen zu haben, dass man dann im Landtag entsprechend die Weichen auch stellen kann. Also das finde ich jetzt sehr, sehr seltsam. Ich hatte es euch gerade gezeigt, die CDU zeigt sich wirklich extrem kompromissunwillig. Alle öffentlichen Äußerungen der CDU deuten in diese Richtung. Also auch Friedrich Merz' Rede im Bundestag, die wurde ja, nachdem das BSW gesagt hat, wir sollten in Thüringen nochmal nachhandeln, gehalten. Das heißt, Friedrich Merz wusste, dass er damit die Koalitionsgespräche in Thüringen sabotiert. Die wurde danach gehalten. Also die CDU, die provoziert andauernd, die zeigt sich andauernd komplett kompromissunfähig. Und Katja Wolf sagt ihr, ja, wir werden das schon sehr schnell lösen. Also das wundert einen. Die CDU tritt sehr hart auf und Katja Wolf gibt sich sehr, sehr kompromissbereit, viel zu kompromissbereit. Wenn man sich das Papier anschaut, was schon unterschrieben wurde, dann darf auch dieses Papier keine Grundlage für eine Landesregierung sein. Also selbst wenn in diesem Papier hier noch eine Friedensformel drin stünde, selbst dann wäre dieses Papier so schlecht, dass das BSW sich an dieser Landesregierung nicht beteiligen sollte. Also selbst dann. Jetzt sagt Katja Wolf, ja, nur noch bei dem Thema muss nachverhandelt werden und dann gibt es schon vor Weihnachten Regierung. Also das macht mich und sehr viele andere BSW-Unterstützer, mit denen ich mich in den letzten Tagen unterhalten habe, ziemlich ratlos, das Verhalten der Thüringer BSW-Führung hier. Also das ist gar nicht gut, zumal es im Widerspruch steht, zumindest laut meiner Analyse, zu den Aussagen beispielsweise einer Sarah Wagenknecht, die sagt, klar, wir haben unsere Forderung, wenn die CDU darauf nicht eingehen will, gehen wir halt in die Opposition. Also das finde ich doch jetzt sehr merkwürdig, warum Katja Wolf sich hier so äußert. Jetzt noch auf den letzten Punkt, da geht es nochmal um die politische Konstellation im Landtag, mit der Sie ja arbeiten müssen, denn CDU, SPD und Ihre Partei haben ja noch immer keine Mehrheit im Landtag. Wie genau holen Sie eigentlich die Linkspartei ins Boot oder ist es vielleicht am Ende auch egal, ob die eine Stimme, die fehlt, von der Linkspartei oder der AfD kommt? Naja, wir haben in den letzten 5 Jahren Thüringen erlebt, nicht nur, dass es keine Mehrheit gab, sondern dass 4 Stimmen gefehlt haben. Und diese 4 fehlenden Stimmen haben das Land tatsächlich gelähmt. Deswegen sind wir jetzt in einer komplett anderen Situation, weil es mit der PAT-Situation eine Situation gibt, dass am Ende nichts gegen diese Koalition entschieden werden kann.
Und das ist tatsächlich schon eine Gestaltungsmöglichkeit. Natürlich braucht das am Ende politische Mehrheiten und braucht es am Ende das Gespräch, im Besonderen mit der Linken. Ich finde es persönlich falsch, diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit der Linken. Aber an der Stelle wäre es aus meiner Sicht wirklich auch unangemessen von der Seitenlinie sozusagen da irgendwie Stilnoten zu verteilen. Nein, das hat nichts mit Stilnoten zu verteilen zu tun, sondern das wäre ein Mindestmaß an strategischer Klugheit, hier der CDU vielleicht mal die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, okay, mit der SPD ist anscheinend nicht sonderlich viel möglich. Ihr kennt das Sondierungspapier, das ist wirklich schlecht, was dort rausverhandelt wurde. Das geht meiner Ansicht nach wirklich gar nicht, aber hatte ich schon jetzt häufig genug gezeigt, will ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber da wäre es doch ein Mindestmaß an strategischer Klugheit zu sagen, okay, liebe CDU, mit der SPD sind offensichtlich keine weitreichenden Kompromisse möglich. Wir verhandeln lieber mit der Linken. Dann gibt es halt keine Koalition mit CDU und SPD, aber ihr könnt ohne uns auch keine Koalition bilden. Ohne Linkspartei dann auch nicht. Also mit der Linkspartei habt ihr einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Hebt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss auf oder Mario Vogt wird kein Ministerpräsident. Das BSW hat hier die vollkommene Möglichkeit, Mario Vogt zu verhindern oder ihn ja in eine Koalition mit der Linken zu pressen, wenn man denn strategisch klug handeln würde. Also Mario Vogt will ja unbedingt Ministerpräsident werden. Man könnte bei ihm bestimmt eine Menge Kompromisse rausholen. Man könnte einfach sagen, wir beteiligen uns an keiner Landesregierung, wenn diese keine eigene Mehrheit hat und wenn da nicht unsere Politik mit umgesetzt wird. Aktuell, ihr habt das Sondierungspapier gesehen, sieht es nicht so aus, als ob da sonderlich viel BSW-Politik, als ob es sonderlich viel BSW-Politik in dieser Landesregierung geben würde. Also, das BSW hat in Thüringen wirklich die Macht, die CDU zu verhindern und der CDU jeden denkbaren Kompromiss abzupressen, wenn es den politischen Willen der BSW-Führung dazu wollte. Ich verstehe wirklich nicht, warum sich Katja Wolf in ihren Interviews so zurückhaltend gibt. Ich verstehe es nicht. Bitte erklärt es mir in den Kommentaren, bitte schreibt es mir irgendwo. Ich würde wirklich gerne wissen, warum Katja Wolf so defensiv auftritt, wieso sie so schlechte Verhandlungsergebnisse präsentiert und dann sagt, ja, wir sind ja total nah beieinander. Ich verstehe es nicht. Mir erschließt sich nicht logisch, wie das zustande kommen kann. Das widerspricht meiner Ansicht nach eigentlich dem Anspruch, den das BSW einmal hatte, nämlich die Politik in Deutschland grundlegend ändern zu wollen.